Das Hilfswerk Kirche in Not hat seinen aktuellen Bericht über die Lage der Religionsfreiheit weltweit herausgegeben. Die Haupterkenntnisse: In 47 Ländern der Erde hat sich die Situation für Gläubige aller Religionen verschärft. Insgesamt hat der Bericht 196 Länder untersucht. In 28 Ländern leiden Gläubige unter Verfolgung. In 33 Ländern leiden sie an Diskriminierung. 62,5% der Weltbevölkerung lebt in Ländern mit ernsten oder sehr ernsten Verletzungen der Religionsfreiheit. Das sind fast 4,9 Milliarden Menschen. Hauptursachen von Diskriminierung und Verfolgung sind Nationalismus, islamistischer Extremismus sowie autoritäre und totalitäre Regierungen. Die Zusammenfassung der Ergebnisse kann bei Kirche in Not unentgeltlich als gedrucktes Heft und als PDF bestellt werden. Die einzelnen Länderberichte zur Lage der Religionsfreiheit sind im Internet unter der eingeblendeten Adresse abrufbar. Helfen Sie der Kirche bei ihrer Arbeit weltweit. Vergelt's Gott für Ihr Gebet und Ihre Spende. Musik.